Da sitze ich ganz schön in der Tinte mit ungefähr null Energie. Aber der Fritz hatte gerade schon einen guten Tipp. Ich übernehme hier mal einen von den Kandidaten. Jetzt aber. Und dann sollen die sich erstmal gegenseitig kaputt machen. Das Problem ist, der sieht halt keinen. Das ist natürlich echt blöd. häng dich doch mal an den Haken oben irgendwo. Vielleicht kannst du ihn dann so mitlocken. Holla. Oh. Fangen. Nice. Ah, das war das Falsche. Vorsicht, Geschütz. Ah, nee, ist das für uns. Ja, habe ich das gerade übernommen. Stimmt, das habe ich aus Versehen übernommen. Kann das sein? Ich hätte gedacht, dass du ihn hier vorne übernommen hast. Wie auch immer, bleib nicht zu lange da in der Nähe. Wenn es wieder zurückgeht, dann war's das. Bleib nicht zu lange. Hier ist der Schuhladen. Gesund bist du auf jeden Fall nicht. Ja. Aber zäh. So, hier war dieses Lagerhaus oder ein Lagerraum, meinte dieser eine hier. Mensch vorhin am 0928 war die Nummer. Hoppla, falscher Knopf. Genau, in die falsche Richtung. Sehr schön. So. Oh, da ist, oh, da ist auch eine Sicherheitsanlage, aber die ist um die Ecke rum. Er sich doch damit mal rumschlagen. Ja. Ich glaube, du musst das Ding erst alarmieren, damit die aufeinander losgehen. Hello. Hallo. Ja. Oh, voll in die Rübe rein. Ja, das war's wohl. 1:0 für das Maschinengewehr. Nachladegeschwindigkeit reduziert. Ist nicht so das Problem, oder? Dein Nahkampf ist besser. Lockpick. Gesundheit wäre trotzdem mal gut. Ich glaube, die Maschine müsstest du erstmal dann um die Ecke übernehmen. Wo die auch nicht mehr lange durchhält. Aber in der Zwischenzeit kann sie uns auch gute Dienste leisten. So. Aber diese Puppen für Geld. Kenne ich nochmal nur umgekehrt. So. Ja, Health Pack. Heartless. That's what this town is. All my audio diaries begging for rescue came back on red, marked return to sender, insufficient postage. War alles, oder? Mhm. Aber da muss ich echt mal morgen, also wir nehmen das hier jetzt gerade in einer Session auf. Mal sehen, ob wir es durchspielen in einer Session. Da muss ich unbedingt mal morgen dran denken, dass ich auf der GameStar und auf dem GamePro in den Testartikel zu dem DLC noch reinschreibe, dass der nur mit englischer Sprachausgabe ist und nicht alles untertitelt. Ja. Weil ich glaube, das wird einige Leute sehr ärgern. Ja. Es kann jetzt auch nicht daran liegen, dass Steam auf Englisch gestellt ist und die deutschen Untertitel automatisch. Nee, oder? Nee. Steam ist nicht auf Englisch gestellt. Ach so. Spring mal hoch. Dann kannst du einen schnellen Kill machen. Da links. Wow, wo ist er denn? Da links. Ah, hier. So, wir schauen erstmal du und du auch noch. Hinter dir. Wow, oh shit, ach, da stand komm. Einer direkt dahinter. Mr. DeWitt. Was sterbe ich denn jetzt dauernd? Ich war doch im Hauptspiel nicht so schlecht. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Wir wollten mal darüber gucken, in die höhere Etage, also eine Etage höher. Oder sind wir schon ganz oben? Ne, wir sind, genau, eine Etage höher. Wir und dann den Fontaine-Schuppen, weil da gibt's den, Schockjockey und damit können wir dann im Jack Frost Village uns den Blitzjockey. Also gehen wir so, da rein. Jetzt gehe ich erstmal hier. Genau, da waren wir noch gar nicht. Also zumindest nicht weiter als kurz durch die Tür. Da, das sieht doch alles voll nach Schockjockey aus. Mhm.
Da hat der Andrew Ryan dieses ganze Gebäude, diesen ganzen Gebäudekomplex quasi versenkt, also noch tiefer versenkt. Ist ja auch fies. Ich meine, was können denn die Angestellten von dem für das, was der Fontaine gemacht hat? Das ist halt sippenhaft. Das war damals so. Gibt's ja teilweise heute noch. Schau mal kurz raus. Ich finde das eh ein bisschen unrealistisch, so mit diesen ganzen Städten unter Wasser. Also es ist schon sehr... Inwiefern unrealistisch? Naja, was das kostet. Meinst du, es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, einfach sich irgendwo eine Insel zu schnappen? Da seine Stadt hinzustellen? Ja, oder in den Wolken. Stimmt. So gesehen. Aber dafür gibt es ja Computerspiele, dass wir diese ganzen Utopien bauen und erleben können. Das ist super. Liebe Nichtspieler da draußen, die uns wahrscheinlich eh nicht zuschaut, das ist genau das, was ihr immer verpasst. Ein paar andere Welten erleben. Und das bedeutet nicht das andere Fernsehprogramm. Da müssen wieder ein bisschen mehr in die Flammen gehen. War's schon wieder? Wo denn? Hinter dir. Ach komm jetzt. Ich passe aber auch nicht auf. Aber eigentlich hast du schon aufgepasst. Aber das hinter dir, das war auch echt schwer zu hören. Jetzt fahren wir gerade in die falsche Richtung. Ja, aber ich wollte wieder nach oben. Du kannst übrigens auch schneller fahren, indem du nach vorne drückst. Ui. Man kann ja sogar die Richtung wechseln. Schau mal, da steht sie. Was ist denn hier oben noch gewesen? Ah, hier war nichts weiter, oder? Oh, was da? Da brennt wohl einer. Wow. Da kommt noch einer. Was ist das? Ja. Die Musik hat aufgehört, das war's. Ja. Auch immer praktisch. Da ist schon mal Schock. Vielleicht gibt's hier gar keinen Schock-Jockey. Doch, da ist er. Doch, na klar. Ha. Das heißt, man safe knacken. Drei Picks. Hm. Na dann rein damit. Elizabeth, schon ab. Done. So schwer kann das echt nicht sein, wenn die das halt immer mit einem Handgriff. Was nehmen wir denn? Doch mal ein bisschen mehr Gesundheit. Herschel Weiß. Oh, you're not gonna outlawyer me on this one, Ryan. You knowingly promoted Old Man Winter with the implication it produced ice, not dry ice. The ice sculpture we commissioned for this year's gala at the Cashmere stands where we left it a month later. All 2,500 pounds of it. And who's still footing the room rental? Oh, not you, you son of a bitch. Ah, das ist ja geil. Kannst du dich noch daran erinnern, im ersten Bioshock kommt man verhältnismäßig früh, ich glaube, irgendwie ein Restaurant oder irgendwie so ein Ort, wo eine Party stattgefunden hat, und da stehen noch Eisskulpturen rum. Ja. Und die stehen halt noch, Eisskulpturen. Ja. Die müssten ja geschmolzen sein. Ja. Das spielt ja nicht direkt einen Tag, nachdem das da alles kaputt gegangen ist. Ach so. Und der hat jetzt eben gerade. He needed somewhere to put Fontaine's buttman. Why not shut down the competition in the bargain? But I thought Andrew Ryan was all about free markets and open competition. All those ideas lose their luster when the quarterly earnings come in and you find the other guys eating your lunch. Either way, Fontaine's dead. Ja, und wie gesagt, da waren so ein paar Eisskulpturen und da das erste Bioshock ja nicht direkt quasi in der Nacht nach dem Zusammenbruch dieser Welt spielt, sondern eine ganze Weile danach, kann es ja nicht sein. Nee, aber es kann nicht sein, dass dieser ganze Schwan, der da steht, immer noch komplett dasteht. Das geht halt einfach nicht. Und das hat er jetzt gerade erklärt, warum das jetzt doch geht. Genau, oder? Und mit diesen Plasminen bleiben die Sachen eben einfach viel, viel länger im Eis. Ah. Das ist ja ein witziges Detail. Das ist ja was. Das ist wieder ein Audiobook. Vielleicht lernen wir wieder was. Bonusraum, was haben wir denn?
Winterschild, Schaden. Ja, ach komm, machen wir doch mal. Wieso nicht? So. Frank Fontaine called me in the other day. Me, Ray Lorden. Says trouble's coming and he's passing out special plasmids to all his best guys. I mean, it's an honor, but man, I started getting these shingles all over. Skin's discolored. Like when a guy's about to lose a limb, you know? And I can't seem to pile on enough clothes. I hate to ask, but is this happening to everybody? Okay, da ist offensichtlich ein Plasmid nach hinten losgegangen. Oh, warte mal, bevor du hier weiterrennst. Wir haben einen übersehen. Einen von den Dingern, die du elektronisieren kannst. Ja. Und zwar diesen Fahrstuhl in der Haupthalle. Haupthalle. Gut, dann nehmen wir erst den mit. Also nicht, dass das irgendwie vielleicht in den Raum geht und man kommt da nicht wieder hin zurück. Obwohl, nee, warte mal. Nee, du kannst da, glaube ich, weiter. Du musst ja in die Haupthalle zurückkommen. Zurück und am Anfang gab es schon zwei Räume mit. Ja. Die ich mit dem Eis dann erst begeben habe. I am sorry, I was mistaken. So. Ah, jetzt habe ich den Winterschild dran. Und hier ist irgendwo der Frosty Spice Splicer. Ganz schön was los hier. Aber der Winterschild verschwindet dann auch. Ist auch geil, wie sie halt daran vorbeirennen kann, ist wie bei Last of Us. Wow, ganz schön was los. Ja, Munition, danke. Aber trotzdem noch. Wow, holla. Kannst du welche vereisen? Erstmal ja. Oh Mann. Ich stelle mich aber auch an, aber es ist auch, weiß ich nicht, ich fühle mich ein bisschen unterernährt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, für diese ganzen Kämpfe. Immer so wenig Gesundheit und so wenig Munition. Vielleicht muss man mehr auf das Schleichelement setzen. Ja. Hier war nichts, glaube ich. Ich suche nur irgendwie so einen Automaten, dass ich hier wenigstens mal ein bisschen Munition auftanken kann. Der ist in der Haupthalle. Haupthalle, da gehen wir doch jetzt erstmal dahin und holen dann noch mit dem Schockjockey. Schauen, was hinter der einen Tür ist. Wie viel Geld haben wir denn? Können wir das irgendwo sehen? Komisch. Och, Leute. Das ist doch ein PC, da könnt ihr doch schneller laden. Oh, jetzt sind schon wieder spawnende Gegner. Mein Gott, wie es mich nervt immer. Aber schleich mal, genau. Passt. Ich glaube, da ist noch einer. Ah, nee, okay. Na gut. Der Automat ist da auf der oberen Etage schon, auf der du warst. Aber du kannst hier mal rausgehen und da mal schauen, was da mit dem Elevator ist. Vielleicht ist das auch nur der Elevator, der sich zurückbringt auf die Ebene drunter. Nicht genug Eve! Also wo war jetzt der Automat? Eine Etage höher. Eins höher. Aber auch hier da auf der linken Seite. Links oder rechts, linken? Naja, je nachdem wie man steht. Also da drüben, da hinten in der Ecke. Also wie weit er springen kann. Circles of Values. So. Gibt's und das sind die Boosts. Ja, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Also, Gesundheit. Kann nicht schaden. Halt. Nimm mal erstmal Eve und manipulier mal den Automaten. Damit es billiger ist, wenn du da kaufst. Aber da kommt ja nur Geld raus. Nee, der Automat ist, glaube ich, auch preiswerter. Den kann ich gar nicht mehr übernehmen, weil ich ihn schon einmal geplündert habe. Ach nee, ich dachte, die sind auch preiswerter. So, I'm sorry. Tommy Gun noch ein bisschen und den Karabiner noch ein bisschen. Oh, er hat echt nicht viel Geld. Nee. Nochmal Eva, nochmal Gesundheit. So, jetzt bin ich halt jetzt fit. Mit einem Kampf später ist es halt wieder alles.
Das war eine Etage tiefer mit dem Fahrstuhl. Aber ist egal, da kommen wir ja nochmal hin. Ja. Jetzt bin ich gerade mal vollgeladen, jetzt möchte ich auch den Kampf schaffen. Karabiner hast du ja im Notfall auch noch, falls du mal von weiter angreifen willst. Aber da bist du ja der Experte. Das bedeutet ja nämlich auch, dass du den Kampf spielen darfst. Wieso? Tja, weil die Folge schon wieder vorbei ist und jetzt bin ich dich aber noch in Spitzenposition. Schön rumgetrödelt hier. So, na dann. Mach's im Kalt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dann. Jo, ciao.